Dieser Typ hat Europas größte Privatbank ruiniert, das komplette Vermögen einer der reichsten Deutschen aufs Spiel gesetzt und ist damit davongekommen. Es geht um den bis dato größten Bankenskandal der Bundesrepublik. Das Ganze ging so los. Josef Antonius Esch, so heißt der mutmaßliche Finanzbetrüger, startete seine steile Karriere als Maurer in Papas kleiner Baufirma im Raum Köln. Schon in jungen Jahren verbrachte er so viel Zeit auf Baustellen und hatte dort den ersten Kontakt zum Immobiliengeschäft. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1986 übernahm er mit seinem Bruder die Firma. Die Aufgabenverteilung war hier klar. Josef sammelt das Geld ein und sein Bruder setzt die Bauprojekte um. Damals konnte man gutes Geld damit verdienen, wenn man einkommensstarken High-Performern Immobilien andrehte, die zu Beginn der Bewirtschaftung unprofitabel waren. Denn die Verluste konnte man so von der Steuer absetzen und damit kurzfristig die Einkommensteuer senken. Viele von Eschs Kunden waren so Kommunalpolitiker oder stammten aus dem Geldadel, für die er steuersparende und komplexe Baufinanzierungen bastelte. Seine Arbeit war gut und Eschs Business boomte. Esch war damals durch seine Bauvorhaben gut vernetzt und lernte Anfang der 90er Jahre wichtige Personen der damals größten Privatbank Europas kennen, Saal Oppenheim. Und ab hier wird's richtig spannend. In kurzer Zeit wurde Esch zu einem der bedeutendsten Partner der Bank. Er setzte Immobilienprojekte um und holte immer neue Kunden ran. Reiche und Adlige ließen ihre Esch-Immos über Saal Oppenheim finanzieren. Der einfache Unternehmer mit Verbindungen in die Lokalpolitik zeigte sich stets motiviert. Kein Wunder also, dass er mit seiner Machermentalität immer in exklusivere Kreise vorstieß. Esch war richtig gut im Networken. Er machte quasi alles für seine Kunden. Er besorgte ihnen angeblich höchstpersönlich Handwerker oder organisierte sogar Urlaube. Wenn man das übersetzt, quasi, der Typ hat die Drecksarbeit für die Leute gemacht. Nach einiger Zeit begann wohl dann selbst die Führungsriege von Saal Oppenheim damit, ihm ihr Geld anzuvertrauen. Es folgte der nächste Schritt. Er gründet gemeinsam einen Immobilienfonds mit Saal Oppenheim und wird vom Bauunternehmer zum Fondsmanager. Seine Verwandlung zum Gigachat ist damit komplett. Bei Investments ließ man ihm freie Hand und vertraute auf seine Expertise im Immobilienmarkt. Dieses Vertrauen plus die teils beachtlichen Renditen von bis zu 25% jährlich sprachen sich natürlich rum, auch unter den Erben und Besitzern der größten deutschen Unternehmen. Immer mehr Superreiche sollen ihm ihr Geld anvertraut haben. Er wurde zum persönlichen Vermögensverwalter der Schönen und Reichen. Ungefähr so wie dieser Kanal hier, nur halt in erfolgreich. Okay, Spaß. Der Esch-Fonds wurde zum Geheimtipp für Multimillionäre und Milliardäre. Wer dabei war, hoffte auf hohe Renditen und einen nicht zu unterschätzenden Prestigegewinn in gehobenen Kreisen. Durch seinen Erfolg in der deutschen High Society hatte Esch mit zunehmender Zeit dann auf freie Hand in der gesamten Bank. Er galt später sogar als heimlicher Chef der Saal Oppenheim, die nach dem Tod ihrer Führungsperson Alfred Freier von Oppenheim ein Machtvakuum zu füllen hatte. Esch soll diesen Umstand geschickt genutzt haben und entwarf immer neue und immer komplexere Fondsmodelle unter seiner Leitung, mit denen sich Steuern aufschieben oder sogar vollständig umgehen ließen. Quasi Cum-Ex, bevor es Cum-Ex gab. Side Fact: Esch soll so viel Vertrauen gewonnen haben, dass er das Vermögen der Familien Deichmann, der Bofrost-Gründer und der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz über deren Tod hinaus verwalten sollte. Das heißt, er hatte die Erlaubnis, das Vermögen der Familien nach eigenem Ermessen zu investieren, wenn diese gar nicht mehr leben. Aber zurück zum Thema. Einer seiner fettesten Deals war der Bau des Kölner Messegeländes, den er für Saal Oppenheim an Land zog. Normalerweise müssen bei öffentlichen Bauvorhaben die Projekte auch öffentlich ausgeschrieben werden. Aus, nennen wir es, mysteriösen Umständen kam es dazu aber nie und Saal Oppenheim hatte direkt den Auftrag. Unter diesen mysteriösen Umständen kam dann auch noch hinzu, dass die Stadt Köln sich dazu verpflichtete, die Hallen noch 30 Jahre lang von Saal Oppenheim zu mieten für insgesamt 750 Millionen Euro. Vollkommen überteuert. Bei wertfreier Betrachtung ist Josef Esch genial. Dieser Deal war aber Peanuts gegenüber seinem Meisterstück, sein Magnum Opus, seine Beethovens Fünfte. Wie ihr wisst, verwaltete Josef Esch einige Milliardenvermögen, unter anderem auch das der Karstadt-Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz. Sie beauftragte ihren Freund, Vermögensverwalter und Immobilienprofi, in Klammern alles drei Josef Esch, mit der Restrukturierung des Karstadt-Quelle-Konzerns. Weil, wenn wir damals in der Zeit zurückdrehen, ging es Karstadt-Quelle Ende der frühen 2000er nicht besonders gut. Als CEO beauftragte er seinen Bre und damaligen Star-Manager Thomas Middelhoff. Der hatte sich bereits zuvor einen Namen in der Wirtschaftswelt gemacht und galt als Kostendrücker und leistungsstarker Entscheider. Also der war wirklich ein krasser Motherfucker damals. Esch schmiedet einen Plan mit dem Manager. Er stellt eine Art endlosen Finanzkreislauf her. Esch bzw. Oppenheim finanziert die Sanierung der alten Kaufhäuser. Für diese Umbauten habe dann Karstadt-Quelle ordentlich Kredite bei der Bank aufgenommen und dann zusätzlich nach der Fertigstellung noch horrende Mieten an die Bank gezahlt, weil die Kaufhäuser ja dann nicht mehr Karstadt-Quelle gehört haben, sondern der Bank Oppenheim. Die Gebäude verkaufte Esch dann später zu Spottpreisen an Investoren wie Goldman Sachs. Damit hatte Esch nicht nur die größte Privatbank unter seiner Kontrolle gehabt, sondern konnte auch eine der größten Firmengruppen Deutschlands finanziell ausquetschen.
Und Josef Esch wäre nicht Josef Esch, wenn er sich nicht vorher abgesichert hätte. Er ließ sich nicht nur die Verwaltung des Vermögens von Schickedanz, sondern auch noch das Vermögen der Familie Middelhoff anvertrauen. Beide Seiten waren unter seiner Kontrolle und abhängig von ihm. Es konnte eigentlich nichts schiefgehen. Naja, bis das ganze Konstrukt halt explodierte. Nach den teuren Immobiliendeals unter Middelhoffs Führung geriet Karstadt-Quelle zunehmend in finanzielle Schieflage. Schon wenige Jahre später musste das Unternehmen Insolvenz anmelden und Madeleine Schickedanz verlor in kurzer Zeit einen Großteil ihres Milliardenvermögens. Der Bankrott des Konzerns und die damit einhergehenden Kreditausfälle stürzte auch die Saal Oppenheim in die Pleite, weil sie natürlich in viele dieser Geschäfte verstrickt gewesen war. Fun Fact, es sei sogar den Insolvenzverwaltern aufgefallen, dass die hohen Mietzahlungen und die hohen Kosten für den Umbau einer der Hauptgründe für die spätere Insolvenz der Firma gewesen wären. Die Führung des Bankhauses verstritt sich mit Esch und der Verkauf der Saal Oppenheim an die Deutsche Bank waren die Folge. Nach der Akquise der Saal Oppenheim durch die Deutsche Bank stieß Saal Oppenheim seine 50%ige Beteiligung an der Oppenheim-Esch-Holding mit den ganzen Immobilienfonds ab und es begann das bis dato letzte Kapitel in Eschs Karriere als Entrepreneur, die Gerichtsverfahren. Nachdem die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang des Köln-Messe-Deals geschlafen hatte und die ersten Personen aus Eschs Umfeld anfingen, gegen ihn Stimmung zu machen, folgte eine Anklage auf die nächste. Wie immer setzte Esch auf starke Partner, diesmal halt unter den Top-Juristen. Und das Absurdeste daran, Esch hat mit dieser Strategie Erfolg. Zwar wurde er wie schon sein Top-Manager Middelhoff erfolgreich verklagt, dennoch befindet sich Esch weiter auf freiem Fuß, wohingegen Middelhoff zwischenzeitlich hinter schwedischen Gardinen steckte. Middelhoff wurde wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung zu 3 Jahren Haft verurteilt. 4 der ehemaligen Banker von Saal Oppenheim erhielten auch Freiheitsstrafen. Nur Esch nicht. Der bekam in dem bis heute laufenden Verfahren bisher lediglich eine Geldstrafe in Höhe von etwas weniger als 500.000 Euro. Die Moral von der Geschichte, egal ob Esch, Cum-Ex oder Panama Papers, in Deutschland kann es sich lohnen, nennen wir es kreative Business-Praktiken anzuwenden, wenn man sich die glimpflichen Strafen der Beteiligten anguckt. Also, ran ans Brainstorm, liebe Abonnenten. Und falls ihr noch was anderes sehen wollt, seht ihr hier ein Video von Cold Mirror. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.